Fans fragen, VfB antworten. Unsere YouTube-Serie geht in die nächste Runde, heute mit Yannick Löden. Schön, dass du da bist, Yannick. Hi. Und wir legen gleich los mit den Fragen, die die User bei Instagram stellen konnten. Und die erste ist, was ist dein persönliches sportliches Ziel? Der Aufstieg mit dem VfB Lübeck dieses Jahr. Klar und deutlich, so soll es sein, wünschen wir uns auch. Zweite Frage, hast du ein sportliches Vorbild? Boah, nee, eigentlich nicht. Also ich mache mir da keine Gedanken mehr drüber, dafür bin ich tatsächlich zu alt mittlerweile. Ich glaube, das hatte ich zuletzt, als ich vielleicht 14, 15 war, würde ich sagen. Aber über die Jahre hinweg verfällt das irgendwann. Und wer war es damals? Damals sicherlich irgendwelche Fußballgrößen wie, es war zu meiner Zeit, ja gut, Ronaldinho, da war ich schon fast zu alt. Komme ich nicht mehr drauf. Ronaldinho wäre jetzt auch nicht so der direkt deiner Spielweise ähnelt. Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, aber irgendwas war da sicherlich dabei, aber ich komme nicht mehr drauf. Okay, dann die nächste Frage ist, warum bist du kein Basketballspieler geworden? Ja, auch ganz klare Antwort, ich kann einfach nicht werfen. Also nicht nur jetzt im Basketball allgemein, wenn wir jetzt irgendwelche hier im Training irgendwelche Übungen machen, wo man Bälle anwerfen muss, also jetzt ein Ball hüfthoch anwerfen, damit man ihn mit dem Fuß zurückspielt. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine schlechte Hand-Augen-Koordination ist. Auf jeden Fall ist das nicht so meins. Okay, klare Sache also. Wie gefällt dir bis jetzt die Saison hier in Lübeck? Sehr gut. Ich habe witzigerweise auch vor kurzem mit meiner Verlobten drüber gesprochen. Rückblickend über die Entscheidung gegen Fortuna Köln damals und für den VfB Lübeck. Und ich würde die Entscheidung, ohne dass ich jetzt hier sitze und das sagen muss, sage ich es trotzdem, ich würde es immer wieder so treffen, mich für den VfB Lübeck zu entscheiden, weil einfach das drumherum passt. Also wir haben hier eine echt coole Truppe zusammen. Ich denke mal, das merkt man auch, sieht man vor allem in den Heimspielen, wie wir uns hier füreinander zerreißen. Und allgemein das Setting drumherum passt. Also ich bin ja gebürtig aus dem Hamburger Süden, bin jetzt auch wieder zurück nach Hamburg gezogen und fühle uns dort sehr wohl. Dementsprechend privat passt alles und beruflich absolut richtige Entscheidung. Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich zu beantworten, aber du hast ja auch eine Zeit lang hier in Lübeck sozusagen übergangsweise verbracht, bevor du dann nach Hamburg gezogen bist, wie du es eben schon gesagt hast. Wo gehst du gerne essen in Lübeck? Auch interessant. Ich habe eine Straße weiter vom Restaurant D'Angelo gewohnt. Das müsste in Mali gewesen sein. Ich kenne die Stadtteile nicht alle so gut. Und habe mir dort als Aufgabe gemacht, die ganze Pasta-Karte rauf und runter zu essen und das habe ich auch irgendwie nach 2 Wochen geschafft. Ich koche trotzdem sehr gerne, das ist nicht. Also ja, Lebensqualität, es gehört eben auch einfach gutes Essen dazu. Und ich kann es nur empfehlen, Restaurant D'Angelo bei Gianni, überragend. Sehr gut. Mali-Straße, Ecke, an der Ecke auf jeden Fall zu einer von den Querstraßen. Ja, genau. Genau. Ja. Was war dein bisheriger Lieblingsmoment beim VfB? Boah, sofort das Pokalspiel im Kopf, Hansa Rostock. Ich denke mal, war einfach ein Nachmittag wie gemalt. Angefangen mit dem ganzen Drumherum, eben, dass hier einfach knapp 11.000 Zuschauer waren. Die Stimmung im Stadion war am Kochen. Wir auf dem Platz haben uns zerrissen. Wir haben einfach Feuergas gegeben, wurden am Ende mit dem Sieg belohnt, mit dem Erreichen der zweiten Runde. Und ja, ich glaube, die Party danach war auch richtig gut. Dementsprechend definitiv der Pokalsieg gegen Hansa Rostock. Die nächste Frage ist, mit wie vielen Jahren und wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? 4 oder 5 Jahre. Ich komme nicht mehr genau drauf. Auf jeden Fall beim TSV Buxtehude, Altkloster, da ich gebürtig eben aus Buxtehude komme. Dann eine Auswahl, die gar nicht so leicht ist. Lieber 1:0 in der letzten Minute durch deinen Treffer oder 5:0, aber du triffst nicht. Ja, ist schwierig formuliert. Rein emotional würde ich sagen 1:0 in der letzten Minute, weil also jetzt auch, wenn ich das Tor schieße oder nicht, aber in der letzten Minute 1:0 gewinnen, es gibt nichts Geileres für einen Fußballer, weil das eben halt auch ein Zeichen von harter Arbeit war und einem engen Spiel. Die sind meistens nervenaufreibender, aber auch für einen Fußballer ganz nett. Andererseits, gut, wenn ich jetzt weiß, ich fahre heute zum Fußballspiel und wir gewinnen das Ding 5:0, dann kann man sich vielleicht immer frühzeitig und auch sicherlich der ein oder andere VfB-Fan wird sich darüber freuen, in der aktuellen Situation sich mal zur Halbzeit zurücklegen zu können. Ich würde trotzdem Variante 1 nehmen. 1:0 gewinnen, knapper Sieg. Und wenn ich das Tor schieße, umso schöner. Sehr gut. Kannst du dir vorstellen, noch ein paar Jahre länger beim VfB zu bleiben?
Auf jeden Fall. Müsste ich vielleicht mal zu Hause absprechen, wie da die Planung ist. Aber ich selber fühle mich ja sehr wohl und für mich war klar vor der Entscheidung, VfB Lübeck wird auf jeden Fall meine letzte Station im ambitionierten oder Profifußball dann. Dann die Frage, wer ist denn dein Lieblingsschlagerstar? Wolfgang Petri. Muss man auch gar nicht diskutieren, ja, sieht man schon eindeutig. Für mich lebende Legende und kann mir auch jeder erzählen, was er will. Wenn dieses oder wenn seine Lieder irgendwo laufen, singen 90% der Gäste einer Lokalität mit und da brauchen wir nicht drüber reden. Dann die Frage, bist du Einzelkind oder hast du noch andere Geschwister, die auch so riesig sind wie du? Ich habe noch eine Schwester, die ist vom Alter her jünger, nicht ganz so groß wie ich, ich glaube aber doch recht groß für eine Frau. Ich glaube 1,78 an der Stelle. Liebe Grüße an meine Schwester, die mir immer die Daumen drückt beim Fußball und ein guter Rückhalt ist. Und dann kommt wie immer noch zum Schluss eine Frage aus der Mannschaft. Die ist, wo siehst du dich in 5 Jahren und wo sieht Kira dich und euch in 5 Jahren? Ja, das ist gut formuliert. Die Frage ist, wo? Wir sind aktuell in Hamburg. Dementsprechend beziehe ich das erstmal nur aufs Örtliche. Ich glaube, dass es tendenziell zurückgeht für uns beide in den Westen nach Köln, weil meine Verlobte eben, also Kira, aus Köln kommt oder aus der Ecke. Ich da unvergessliche 9 Jahre hatte, kann ich nur jedem empfehlen, von Anfang, Mitte 20 da mal vielleicht mal eine Zeit zu leben. Die Stadt bietet einfach unfassbar viel und dementsprechend genießen wir aktuell Hamburg, aber perspektivisch wird es auf jeden Fall zurückgehen nach Köln, denke ich. Und ja. Und mal losgelöst von der Örtlichkeit, wie sieht dann die weitere Lebensplanung für dich, für euch aus? Das sehen wir dann. Nein, also sie ist beruflich schon angekommen im normalen Berufsleben. Das ist jetzt für einen Fußballer halt immer so ein bisschen vakant zu sagen, weil aktuell ja, leben wir im Moment. So, ich bin jetzt Fußballer, ich habe aber eben mal auch mit dem Studium ein bisschen vorgesorgt und könnte mir vorstellen, später dann auch in der Region irgendwas zu machen. Vielleicht in beratender Tätigkeit im Fußballgeschäft, vielleicht auch ganz was anderes. Um ehrlich zu sein, ich habe da jetzt nicht den Plan A parat oder noch nicht den Plan A parat, weil, wie eben schon gesagt, das hier und jetzt entscheidet und die Aufgabe beim VfB Lübeck einfach ist, aufzusteigen und den Fans nächstes Jahr eine geile Drittligasaison zu bieten. Dann nehmen wir dich mal beim Wort, wünschen wir uns auch. Yannick, danke dir für die Fragen und für die Antworten und dann bis zum nächsten Mal. Danke.